Hi ihr Süßen, heute machen wir wieder einen kleinen Haul. Ich hatte bestellt und es sind am Freitag natürlich wieder wunderschöne neue Sachen in den Shop gekommen, wobei ich davon nicht die allerneuesten habe. Ich habe Sachen auch bestellt gehabt schon vom Freitag davor, wie zum Beispiel hier diese Stencils, diese Schablonen. Da habt ihr auch schon ganz tolle Beispiele gesehen von den anderen Design-Team-Mitgliedern. Die haben da ganz wunderschöne Sachen gemacht. Ich musste die natürlich dann auch haben. Und heute wird es, glaube ich, wirklich nur ein Haul. Ich habe ganz viel Zeug heute gebastelt. Ich hatte heute mal einen Tag zum Kreativsein für mich. Und dementsprechend ist hier ganz viel vom Tisch gehüpft, weil ich ja noch so ein paar Sachen, so ein paar Projekte vor mir habe. Aber wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich mir bestellt diesen Stencil von Cartabelle. Er heißt Floral Bunch. Und hier seht ihr schon mal eine angefangene Geschichte. Ich habe hier so eine Box gebastelt aus so wunderschönen Papierchen. Ich habe nämlich auch nochmal bei Faltkarten bestellt. Ich brauche schon nochmal Cardstock. Und tatsächlich bin ich auf diese neue Farbe sehr heiß gewesen. Heide Rosa heißt es. Also voll mein Geschmack, muss ich sagen. Ja, also hier versteckt sich, muss ich das schon zeigen? Ja, ich kann das ja gut zeigen, ne? Eine kleine Verpackung. Ist noch nicht fertig dekoriert, aber obendrauf wenigstens schon mal der Stencil in Action. Also in weißer Strukturpaste. Finde ich sehr cool. Fehlt natürlich noch ein bisschen mehr Deko obendrauf, aber ansonsten sehr schicki. Ja. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Stencil von Nelly's Choice heißt der und ist diese 022. Da gab es auch noch ganz andere wunderschöne Stencils. Die sind also auch alle im Shop zu finden, die ihr hier seht. Ich lasse euch den mal kurz liegen und hole in der Zeit die Karte in die Nähe. So. Da ist die Karte, die damit entstanden ist mit dem Stencil. Zum Thema Funkel, Funkel, Weihnachten. Ne? Also ich habe jetzt nochmal so eine Serie mit Rosa, passend zu meinem quasi neuen Cardstock in Heiderosa, nochmal Weihnachtskarten gemacht. Und das hier ist nun die Karte, die daraus entstanden ist. Wie die Karten, die ihr jetzt gleich seht, so fertig geworden sind, mache ich demnächst, denke ich mal, nochmal ein extra Video zu. Jo. Das war die Karte und der Stencil. Und dann seht ihr hier oben gleich schon wieder noch eine Stanze. Und zwar ein ganz schön schweres Teil. Oh, klebt wieder dann in der Folie fest. Ist von Design 5. Die Nummer 5D071. Ja, das ist so für eine Slimline-Karte. Und aus dieser Serie mit diesen tollen Anhängerstanzen zeige ich euch auch gleich nochmal zwei, geht gleich weiter. Da habe ich schon ganz wunderschöne Sachen gesehen von den Mädels hier von meiner Eve. Die hat damit so wunderschöne Schrumpffolien-Anhängerchen gemacht, richtig schick. Und auch die Steffi von Papierschorsch hat da wieder zauberhafte Sachen gezeigt und auch die Claudi. Oh, ich bin schon wieder sehr inspiriert, also guckt unbedingt auf Insta vorbei. Und das hier ist meine Karte, die mit dem Hintergrund dann entstanden ist. Also sie stanzt diese kleinen Dreiecke daraus. Ich habe nicht alle rausgedrückt. Ich finde den Effekt ganz cool. Mit ein bisschen welche drin, welche draußen. Ja, also zu dieser rosa Karte eine zweite Karte in rosa und Glitzer. Mit der Hintergrundstanze. Außerdem seht ihr hier schon neue Stanzen von Kreativdepot Eigendesign. Super schöne Sachen. Also ich habe hier einmal den Weihnachtsmann. Wo haben wir ihn? Ich will euch nichts unterschlagen. Da ist er. So groß ist er ungefähr. Ihr seht meinen Daumen, ne? Und im Prinzip ist das, was ihr hier seht, nicht genau das, was die Stanze eigentlich macht, sondern diese Stanze prägt vielmehr den Weihnachtsmann hier rein. Also ihr seht, so kommt es aus der Big Shot oder aus eurer Kurbelmaschine heraus.
Es ist eigentlich immer noch mit dem Papier verbunden und man kann den Weihnachtsmann nicht herausdrücken. Sondern das, was ich hier gemacht habe, ich habe einfach diese kleinen Verbindungsteile, die übrig bleiben, abgeschnitten, durchgeschnitten. Also ihr seht, hier sind so kleine Stege. Die habe ich durchgeschnitten und dann kommt hier der Weihnachtsmann bei rum. Also man kann ihn so verwenden oder so. Ganz cool. Dann seht ihr auf beiden Karten noch das Ho Ho Ho. Auch eine neue Stanze von Kreativdepot. Sehr cool. Ho Ho Ho, wo bist du? Da ist Ho Ho Ho. Ho Ho Ho, Mist. Wie viel Zentimeter? 5 cm in der Länge. Und es ist passend von der Schriftart zu diesen anderen Schriften von Kreativdepot, die es bereits im Shop gibt, diese weihnachtlichen Geschichten hier. Was habe ich denn hier alles? Na, Weihnachten zum Beispiel oder Advent, ne? Also die schon beim ersten Weihnachtsrelease mit rausgekommen sind. Dazu passt auch das Ho Ho Ho. Perfekt. Dann schmeißen wir Weihnachten mal wieder beiseite. Oder wobei, ich kann euch ja gleich diese Stanzen noch mal ein bisschen in die Kamera halten. Ich habe mir einmal hier die Nummer 20 hinten rausgesucht. Das ist das Quadrat. Beim Quadrat ist halt wirklich nur einmal dieses Quadrat mit dem Anhängerchen dabei. Also man kann es ja wirklich wie ein Anhänger benutzen. Oder so, wie ich es hier getan habe, als Klappe. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wie genau, kann ich euch ja dann in dem Video zu der Karte nochmal erklären. Aber ich denke, die meisten von euch haben schon verstanden, wie es funktioniert. Und dann versteckt sich hier drunter noch ein kleiner Spruch. Ja, also entweder als Klappe, habe ich es jetzt gemacht hier bei der Karte, oder wirklich als Anhänger. Oder als dritte Variante, das ist leider noch so gar nicht fertig, möchte ich mir noch ein Mini-Album damit stanzen. Also die Verpackung für das Mini-Album habe ich schon fertig. Das ist diese coole Box aus dem Workshop. Huch, was schmeiße ich jetzt wieder mit? Fensterschachtel, Workshop to go von Kreativdepot. Hergestellt von Paulinchen 1955, so heißt sie auf Instagram und eigentlich heißt sie Heike, ne? Sehr coole Box und von der Größe her eben perfekt für ein Mini-Album, das ich aus dieser Stanze werkeln möchte. Aber das ist ja noch ein Projekt auf meiner To-Do-Liste, würde ich mal sagen. Ja. Aber zumindest ist die Box schon mal fertig und ich finde sie super cool. Fehlt halt nur noch die Deko und das Album. Jo. Dann habe ich mir noch diese Stanze in Rund ausgesucht von Design 5. Das ist dann hinten die 21 und hier habt ihr eine Stanze mehr. So einen kleinen Rahmen mit Loch. Aber ich habe sie tatsächlich, wie ihr seht, noch ungeöffnet hier liegen. Dafür war die Zeit dann jetzt langsam auch. Also ich habe schon so ein bisschen Rücken, ne? Von meinem krummen Sitzen hier. Gut, das waren die beiden Stanzen. Dann habe ich hier noch mir diese Journal-Stanzen mitgenommen von Creolize. Für A5 Planner eigentlich, aber das soll auch ein Album werden. Einmal in diesem Büttenrand, sagt man, glaube ich, und einmal in gestitcht. Stehe ich ja sehr drauf. Ihr habt quasi eine Grundseite mit jeweils drei Löchern oben und unten und dann nochmal eine Mattung oder ein Aufleger bei beiden mit dabei. Aber auch die sind noch ungeöffnet und kommen mit auf meine To-Do-Liste. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch Stanzen von Kreativdepot. Und zwar einmal das für dich. Das ist alles dieselbe Schriftart. Für dich habe ich heute noch gar nicht benutzt, aber ihr seht schon, ganz niedlich, ne? Ein kleines für, ein großes dich. Und hier sind noch, womit machen wir weiter? Mit meinem Projekt, was heute tatsächlich fertig geworden ist. Das kann ich euch ja mal in die Kamera halten. Und zwar seht ihr hier einmal Herzlichen. Das ist die Stanze, die neu ist. Hier kommt raus.
mit einem Herz vorne dran und Lichen hinten dran. Da seht ihr es ja, wie es ausgestanzt aussieht. Und auf dem Regenbogen entdeckt ihr dieses Zuckerschnute. Das ist auch neu von Creative Depot und finde ich ganz zauberhaft. Es ist relativ groß. Also die Zuckerschnute misst schon 10 cm Länge und das Z ist so 4 cm hoch. Aber dementsprechend passt das perfekt auf solche Projekte. Ja. Also herzlich habe ich euch gezeigt, Zuckerschnute habe ich euch gezeigt. Und was habe ich hier? Eine Stanze habe ich noch, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar das Hüftgold. Und damit muss ich jetzt auch gleich weitermachen, denn mit dem Hüftgold ist diese kleine Schachtel entstanden. Hier oben seht ihr es, Hüftgold. Und das ist für meine Mädels auf Arbeit. Im Moment leisten die, oder nicht nur im Moment, ich glaube die letzten Monate auf alle Fälle, leisten die sehr, sehr viel. Wir haben personell einen starken Engpass, wie wahrscheinlich überall in den Krankenhäusern. Und dann möchte ich einfach mal wieder Danke sagen für das, was sie so jeden Tag erbringen. Ich habe hier einfach mal ein bisschen Nervennahrung verpackt in so einer Rahmenschachtel. Jawohl. So, ihr Süßen, ihr seht schon, hier liegt ganz viel Material für folgende Videos auf meinem Schreibtisch. Aber für heute muss ich jetzt erstmal diese Schachtel hier noch ungefähr so 12-mal fertig bekommen, weil ich die morgen unbedingt mit zur Arbeit nehmen möchte. Und die Videos kommen aber in den nächsten Tagen, Wochen, nein, ich hoffe nicht Wochen. Also heute dann nur ein kurzes Haul-Video und schon mal ein paar kleine Anreize für die kommenden Videos. Und dann sage ich tschüss, tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, Restsonntag bei mir nur noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.